mein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Diese Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Vault-Bewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Vault herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Vault-Tech-Sicherheit? Sehe ich nach Vault-Tech-Security aus? Junge. Wer weiß schon, was nach so vielen Jahren in Mode ist? Stimmt, deine Kleidung ist etwas dreckig. Aber nicht jeder legt Wert auf Hygiene und Reinigkeit. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltec-Mitarbeiter, sogar du, könnte das machen. Du musst zu Voltec gehören, sonst könntest du nicht hier sein. Diese Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht lieb gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr nützlich. Voltec gibt es nicht mehr. Du musst ihre Regeln nicht mehr befolgen. Nicht mehr? Wirklich? Das wird von meiner Programmierung nicht abgedeckt. Bitte sag mir, dass die Autorisierung, mich freizulassen, auf dich übertragen wurde. Nein, ich suche nur nach dem Heilmittel für eine geheimnisvolle Krankheit. Bist du dir sicher? Vielleicht hast du nur deine Papiere verlegt. Papiere sind auch nicht unbedingt nötig, oder? Ich sagte, ich gehöre nicht dazu. Meine Audio-Schaltkreise haben wohl eine Fehlfunktion. Ich habe dich ja sagen hören. Ich mach die Tür auf. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Du gibst mir einfach das Heilmittel? Ich habe die Pflicht, den Befehlen des Vault-Personals zu gehorchen. Auch wenn diese gegen meine Ethik-Matrix verstoßen. Aber da du mich freundlicherweise von dieser Aufgabe entbunden hast, kann ich dir das Heilmittel geben, ohne meinen vorherigen Befehl zu missachten. Und wenn du mit dem Heilmittel ein Leben rettest, ist das einfach ein glücklicher Zufall, oder? Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealth sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier
nichts los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplexer. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Deine Aufgabe ist es, hier zu bleiben und nicht durchs Common Wars zu stromern. Mein früherer Herr, Monsieur Borrow, ist längst tot. Ich habe keine weiteren Befehle oder Verpflichtungen. Also scheint mir das Fördern meines wissenschaftlichen Verständnisses ein würdiges Ziel. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Madame, nimmst du mich mit dir? Das da oben wird kein Spaziergang. Kannst du uns da draußen helfen zu überleben? Aber natürlich. Ich bin mit medizinischer Ausrüstung ausgestattet. Wenn du auf unseren Reisen verwundet wirst, kann ich Stimpex anwenden. Außerdem besitze ich defensive Fähigkeiten. Einen Laser. Aber sicher wird es kaum Grund geben, ihn einzusetzen. Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Ich muss dich mal was fragen. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt für eine Unterhaltung? Ist alles in Ordnung? Alles in allem? Nein, ist es nicht. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen gesteckt. Meine Selbstdiagnose ist zu einem finsteren Ergebnis gekommen. Mein wissenschaftlicher Fortschritt wird nicht durch Mangel an Daten oder Zusammenarbeit gedämpft. Die unausweichliche Wahrheit ist, dass es noch nie einen großen Roboterwissenschaftler gab. Roboter können fantastische Dinge tun. Und sie haben sicher auch der Wissenschaft geholfen. Ja, sofern sie von Menschen angewiesen wurden. Auf uns allein gestellt, bewegen wir uns in berechenbaren Bahnen. Die größten Wissenschaftler der Geschichte, wie Einstein und Curie, meine Namensgeberin, hatten weit mehr als nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Sie waren Genies. Diese flüchtige Inspiration ist etwas, was ich ebenfalls dringend brauche. Allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Das ist unbegründet. Wenn ich mein Wissen über die Medizin in dieser seltsamen Welt erweitern möchte, muss ich zu einem großen Abenteuer aufbrechen. Ich muss ein Mensch werden. Zumindest so sehr ich kann. Ich muss das, was mich ausmacht, in ein menschliches Gehirn herunterladen. In einer Welt voller verrückter Ideen steht diese ganz oben auf der Liste. Die Verzweiflung ist es, die mich dazu treibt. Wenn du jemanden findest, einen Gehirnchirurgen, einen KI-Programmierer oder jemanden, der sich mit Kopfsachen auskennt, dann bring mich bitte zu ihm. Doktor, meine Freundin braucht Hilfe. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was will sie denn von mir? Oh, dieser Doktor kann mir helfen? Hallo, Doktor. Ich möchte meine Daten und meine Programmroutinen in ein menschliches Gehirn herunterladen. Du möchtest was? Meint sie das ernst? Kannst du nun helfen oder nicht? Ich werde so etwas niemals tun, solange es keinen triftigen Grund gibt. Ich wurde programmiert, um unser Wissen über Krankheiten, Pathogene und Viren zu erweitern. Das ist mir aufgrund der Einschränkungen durch meine Systeme nicht möglich. Wenn ich menschlich werde, kann ich mit den Informationen aus meinen Datenbanken viel Gutes für das Commonwealth tun. Ein Vorkriegsroboter mit deinem Wissen und deinen Fähigkeiten und menschlicher Kognition. Ja, du könntest viele Leben retten. Das ist ein interessantes Problem. Die Erinnerungen wären nicht schwer. Wir übersetzen hier laufend vom Gehirn auf den Computer und umgekehrt. Dafür sind die Sessel da. Aber ihre Persönlichkeit... Die vielen Bruchteile robotischer, programmierter Entscheidungsfindung. Ein normales, organisches Gehirn könnte damit nichts anfangen. Ein Synth-Gehirn dagegen... Nun, es liegt bereits irgendwo zwischen den beiden. Was weißt du über Synths? Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Aber manche Synths haben kybernetische Verbesserungen, die direkt mit ihrem Gehirn verbunden sind. Das Institut muss einen Übersetzer für Rohdaten gefunden haben... Das hoffe ich zumindest. Dann ist es also möglich. Sogar wahrscheinlich. Wir brauchen nur einen Synth. Und da kann ich vielleicht helfen. Ich habe auch davor schon an Synths gearbeitet. Ihr Gedächtnis gelöscht, damit sie frei vom Institut leben konnten. Aber die Prozedur verläuft nicht immer erfolgreich.
Wenn etwas schief geht, kann das zum Hirntod führen. Dann leben sie zwar, nehmen aber nichts wahr. Ich kenne jemanden, der eine hirntote Synth betreut. Wenn sie dazu bereit ist, könnten wir das Bewusstsein deiner Freundin auf sie übertragen. Dann würdest du die Operation also vornehmen? Meine Patientin kannte die Risiken und wollte ein neues Gedächtnis. Sie wollte ein neues Leben. Ich habe bei ihr versagt. Aber mit dieser Prozedur kann ich ihr vielleicht doch noch ihren Wunsch erfüllen. Aber das entscheide nicht ich, sondern ihre Betreuerin. Ich brauche einen Tag, um Kontakt aufzunehmen. Sie ist verständlicherweise vorsichtig, aber sie wird mir sicher zuhören. Ich werde beim Doktor bleiben. Ich will bereit für die Prozedur sein, wenn alles klappt. Du willst also ein Robotergehirn auf G519 übertragen. Du weißt, dass sie eine Synth ist. Wir sollen sie beschützen. Glory, sie wollte neue Erinnerungen. Sie wusste, dass ihre Persönlichkeit gelöscht würde. Dies sind nur andere Erinnerungen. Vielleicht bessere. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich sie tatsächlich loslassen. Ihr Opfer wäre das Geschenk des Lebens für jemand anderen. Ich glaube, das würde ihr gefallen. Na gut, dann mach es. Schnell, bevor ich noch meine Meinung ändere. Curie, es geht los. Curie, ich sollte das zu Ende bringen. Lebenswichtigen Prozesse. Bestätige. Gut, Verbindung steht. Ich habe Zugriff auf die Erinnerungen deiner Freundin. G5 ist schon vorbereitet. Es sollte also nicht lange dauern. Ja, da. Meine Brust. Was ist los? Atme einfach nur. Das ist eine autonome Funktion. Lass deinen Körper tun, was er tun muss. Ich fühle mich so seltsam. Hör zu. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder kurz, Curie. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Mach dir keine Sorgen. Ich fühle mich schon besser. Gut. Sehr gut. Prüfen wir jetzt ein paar kognitive Funktionen. Wie viel ist 1 + 2? 3. Wenn ich einen Baseball auf deinen Kopf werfen würde, was würdest du tun? Mich bewegen? Denk an etwas, woran du dich gut erinnern kannst. Was dir als erstes in den Sinn kommt. Erzähl mir davon. Dr. Burrow war sehr alt. Er war der letzte lebende Wissenschaftler in meinem Abschnitt von Volt 81. Er lag auf dem Bett, sehr schwach. Er sagte, Curie, du musst... Dann starb er, bevor er den Satz beenden konnte. Oh, ich fühle mich so seltsam. Was ist das? Möglicherweise fühlst du Trauer um einen Freund. Diese Einheit hat keine Freunde, aber mir schnürt sich alles zusammen, wenn ich an den armen Dr. Burrow denke. Die Operation war wohl erfolgreich, aber ich glaube, deine neue Freundin muss sich erst noch eingewöhnen. Sie braucht in der Übergangszeit sicher deine Hilfe. Danke, Doktor, für diese Gelegenheit. Hey! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hör zu, G519 hat einiges durchgemacht. Aber sie war gut. Solide. Ich hoffe, ein wenig von ihr ist noch immer da. Hey! Willst du etwas von mir? Denke dran. Atmen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, ist es aus mit Curie. Und plötzlich diese aufregenden Sachen. Gibt es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Ich gebe dir einen Rat. Behalte deine Arme und Beine einfach bei dir. Werde ich tun. Seltsam. Ich habe gelacht. Es geht schon. Ich kriege es hin. Hoffentlich schnell. Hab Geduld mit mir. Meine Forschung wird mit dieser wunderbaren neuen Hardware bestimmt aufblühen. Hättest du einen Augenblick Zeit? Klar, ich rede gern mit dir. Geht mir genauso. Ich schulde dir so viel. Und ich möchte nicht undankbar erscheinen. Aber ich fürchte, dass mir das zu viel wird. Ist schon gut. Ich bin für dich da. Danke. Das bedeutet mir sehr viel.
Es ist einfach so überwältigend, ein Synth zu werden. Anfangs fielen mir selbst die einfachsten Funktionen schwer. Wie man sich die Zähne putzt, mit nur zwei Händen arbeitet und so weiter. Aber jetzt bin ich voller belangloser Gedanken und Gefühle. Wie kommt ihr nur mit diesem Chaos im Kopf zurecht? Was für Gefühle? Ich weiß nicht. Ich glaube Zorn, Angst, Zufriedenheit. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist alles so neu. Ich hoffe, ein paar belanglose Gefühle haben mit mir zu tun. Ja, nein, na toll. Jetzt dreht sich mir der Kopf nur noch mehr. Immer im Kreis herum. Bei dir wirkt alles so einfach, wie das Atmen. Aber ich kann mich kaum konzentrieren, geschweige denn forschen. Und die Inspiration ist so fern wie eh und je. Ich werde wohl nie etwas zu dieser Welt beitragen. Zu dieser Welt? Wer weiß. Aber dafür hast du mich verändert. Noch mehr Gefühle, ohne passende Worte. Der Lichtblick in all dem bist du. Als Roboter wusste ich dich sehr zu schätzen, aber jetzt geht es tiefer. Ich bin immer noch loyal, aber jetzt tue ich all das, weil ich es will, weil wir Freunde sind. Was ist ein Freund für dich? Jemand, der einem Freude bereitet, gute Gefühle, wenn er in der Nähe ist. Jemand, den man helfen, Glück schenken möchte. Jemand, den man respektiert. Es fällt mir schwer, meine Gefühle dir gegenüber auszudrücken. Du bist nur ein Freund, ja? Nur Freunde, nicht mehr. Ich fühle mich sehr seltsam. Ich muss das hier leider unterbrechen. Meine Augen haben eine Fehlfunktion. Adieu. Hey. Hast du Zeit? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Du mich aber auch. Ich hatte einen Grund, einen guten Grund. Oh ja, ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist keine Hilfe. So wie du mich, arme kleine Curie, neckst. Aber nicht nur du. Manchmal reicht ein einfaches Kompliment wie schöne Frisur. Und ich bin neben der Spur. Manchmal schlagen Leute dann die merkwürdigsten Dinge vor, was mich noch mehr verwirrt. Warum machen sie das? Du bist einfach umwerfend, wenn du verwirrt bist. Du machst mir das nicht gerade einfacher. Ich muss das in den Griff bekommen, wenn ich meine Experimente je fortsetzen will. Hey, du brauchst etwas, oder? Ich muss dir das einfach erzählen. Ich habe Neuigkeiten. Ich wüsste nicht, was mich mehr freuen würde. Oh, das ist so... Nein, ich lasse mich von dir nicht ablenken. Ich wollte aus einem Grund ein Synth werden. Für die Wissenschaft. Um Fortschritte im Studium der Medizin zu erreichen. Ich hatte einen Durchbruch erzielt. Mit einer neuen Sorte Mutterbeere konnte ich die heilende Wirkung von Stimpaks deutlich verbessern. Mir ist klar, dass das nichts Weltbewegendes ist. Aber es zeigt, dass es doch noch Inspiration gibt. Ich weiß, es war nicht einfach, aber du hast es geschafft. Mein Kopf ist voller Ideen, Experimente. Viele werden im Sand verlaufen, aber vielleicht mache ich ja neue Entdeckungen. Und diese Fähigkeit habe ich dir zu verdanken. Und so viel mehr. Diese Welt ist voller Leben, voller Möglichkeiten. Du liegst mir sehr am Herzen. Wir sind Freunde. Hoffentlich kann ich mich einmal für all die Gefallen revanchieren. Das zwischen uns ist mehr als nur eine Freundschaft. Mein erster Gedanke inmitten all der Aufregung war, dir davon zu erzählen. Erst dann würde es sich richtig anfühlen. Weißt du, du bedeutest... Oh, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Was wolltest du sagen? Ich habe Angst davor, noch mehr zu sagen. Ich bin zu feige dazu. Was bedeute ich? Geht's ums Commonwealth? Um die Welt? Nein, ich habe mich getäuscht. Du bist schrecklich, mich so aufzuziehen. Was erwartest du? Von uns, meine ich. Ich weiß nicht. Ich habe so viele Medizinbücher gelesen, aber in keinem Wort so etwas behandelt. Ich weiß nur, dass ich an deiner Seite sein will. Vielleicht können wir was essen gehen. Oder einen Film gucken.
Oder was man heutzutage so macht. Vielleicht verstehe ich all das falsch, aber ich liebe dich. Und das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Die Welt kommt mir so freundlich vor. Und ich kann den Ausgang des Ganzen nicht erwarten. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Hey, willst du etwas von mir? Ja, Schatz? Was meinst du? Ich muss feststellen, dass ich mich sehr auf die Nacht freue. Ich wollte mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Du brauchst nicht zu fragen. Solange wir zusammen sind, fehlen mir die Worte. Ich wollte mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Wir sind... Ich liebe dich. Entschuldige, es ist so schwer, meine Gefühle zurückzuhalten. Ich wollte mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Es läuft einfach toll. Hörst du das? Mein Herz hämmert wie wild. Das war's. Kein Problem. Setzen wir unsere Reise fort.